Erzählen kann er ums Verrecken nicht. Martin Walser, den mit Marcel Reich-Ranicki eine jahrzehntelange öffentlich ausgelebte Abneigung verband, hat über seinen Erzfeind einmal geschrieben: Ich spüre das Recht darauf, diesen Herrn ein für allemal zu hassen. Ein Literaturkritiker kann nicht gerecht sein. Gerecht ist der liebe Gott, wenn es wahr ist. Er ist parteiisch, er ist leidenschaftlich und es steht ja auch bei seinen Kritiken Reich-Ranicki drunter und nicht lieber Gott und nicht absolute Wahrheit. Reich-Ranickis Markenzeichen war bekanntlich die wenig zimperliche, emotionale Kritik. Der Totalverriss seine Spezialität. Das kann doch jeder schreiben. Jeder, wirklich jeder in der Pubertät kann schreiben: Ich werde ficken, ich habe gefickt, wir werden ficken, ich bin gefickt, die Welt ist eine Fickerei, das einzige Glück ist das Ficken. Das kann nur jeder schreiben. Es waren vor allem die turbulenten Fernsehjahre im literarischen Quartett, die Marcel Reich-Ranicki zum prominentesten und streitbarsten Literaturkritiker im deutschsprachigen Raum werden ließen. Die Auseinandersetzung um einen Roman von Haruki Murakami zwischen ihm und Sigrid Löffler schrieb Literaturgeschichte. Bei Liebesromanen sind sie immer dagegen. Das ist ein solcher Unsinn, dass ich darauf überhaupt nicht eingehe. Ja. Was auch immer der Mitbegründer des Bachmann-Preises über ein Buch sagte, den Verkaufszahlen schadete es selten. Und ich kann mich noch erinnern, das war 2001, da ist die römische Novelle Natura Morta erschienen und es waren zum Zeitpunkt des Erscheinens waren ein paar Bücher verkauft und als Marcel Reich-Ranicki das Buch im literarischen Quartett also sehr gelobt hat, dann waren plötzlich 10.000 bis 20.000 Bücher weg. Also er hat in diesem Sinne eigentlich auch eine sehr große Macht gehabt. Das ist ihm ja auch oft zum Vorwurf gemacht worden, dass eben diese Machtposition dazu führt, dass seine Vorlieben und auch seine Aversionen oder sagen wir lieber seine blinden Winkel nicht so sehr zur Geltung kommen. In seiner zum Bestseller gewordenen Autobiografie, die im Jahr 2009 verfilmt wurde, erzählt Reich-Ranicki von seiner schmerzvollen Jugend. 1920 in Polen geboren, in Berlin aufgewachsen, überlebte er die Besatzung und entkam aus dem Warschauer Ghetto. Diese Erfahrung hat auch seinen Blick auf die Literatur wesentlich geprägt. Ich habe mir gedacht, es ist eigentlich schlimm um die Literatur und ihre Möglichkeiten bestellt, wenn sie nichts verhindern konnte. Dass er ein Widerspenstiger bis zuletzt blieb, machte er 2008 deutlich, als er vor laufenden Kameras den deutschen Fernsehpreis ablehnte. Ich nehme diesen Preis nicht an. Einen seiner großen letzten öffentlichen Auftritte hatte Marcel Reich-Ranicki Anfang vergangenen Jahres bei der Holocaust-Gedenkveranstaltung im Deutschen Bundestag. Die Aussiedlung aus Warschau, sie hatte nur ein Ziel, sie hatte nur einen Zweck, den Tod. Mit Marcel Reich-Ranicki verlässt in jedem Fall ein Mann die Weltbühne, der es wie kaum ein anderer nach 1945 geschafft hat, Literatur ins Gespräch zu bringen.